Na, da war ja jetzt viel los. Also, wir haben gesehen, die Kadetten der Klasse 0 werden jetzt als Speerspitze des We Gegenangriffs eingesetzt. Nicht bloß in der Mission gerade, sondern generell, weil es funktioniert einfach. Dann, die Ruhrbrummer setzen jetzt auch einen Lissi ein. Und wir haben gesehen, die Geschichte um Isana, den gestorbenen Chocobo-Reiter, wird sich noch ein bisschen weiterspinnen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter werden, weil Ace ihn direkt angefordert hat. Warum? Wissen wir nicht. Und er leider auch nicht, weil sie vergessen ja alles, was in Verbindung steht mit den Verstorbenen. Aber ich denke mal, das wird noch irgendwie wieder ans Tageslicht kommen. Schauen wir einfach mal. Beim Betreten der Akademie oder einer Ortschaft sowie bei Beginn einer Mission belebt Dr. Alraysia alle kampfunfähigen Mitglieder der Klasse 0 wieder. Dankeschön! Ein neuer Eintrag wurde in den Annalen des Feuervogels freigeschaltet. Öffne das Buch im Kristallium, bla bla. Gut. Wir sind alle wieder am Leben. Das ist sehr, sehr schön. Das war verdammt knapp in dieser Zufallsbegegnung. Ich hätte nicht gedacht, dass die so extrem dann den Schwierigkeitsgrad anziehen. Das war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Ein Auftrag hier drüben. Ich habe eine Bitte, die ich nur der Klasse 0 stellen kann. Ein Beitrag zur Anime-Forschung. Bring dem Mitarbeiter der Magiefakultät eine rote Anima. Für meine Forschung brauche ich eine rote Anima. Um so etwas kann ich natürlich nur jemanden aus der Klasse 0 bitten. Lass mich nicht im Stich. Können wir machen. Ich wusste, du würdest mir diesen Gefallen nicht abschlagen. Wir haben doch schon eine, oder? Ah ja. Hab vielen Dank. Nun weiß ich, warum Dr. Alraysia mich an die Klasse 0 verwies. Einen Eisenring erhalten. Die Menschen hier sind nicht knauserig, Kupo. Wenn ihr ihnen helft, erhaltet ihr sicher eine tolle Belohnung. Hier hast du schon mal eine von mir, Kupo. Ein Elixier noch drauf. Wunderbar. Was gibt's bei dir? Wir waren alle mehr als zufrieden mit eurer Leistung im letzten Kampf. Ich bin mir sicher, dass mehr und mehr Menschen Vertrauen zu euch fassen und euch ihre Bitten zutragen werden. Aufträge. Erledige Aufträge für Menschen überall in Oriens, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. Den Lohn für deine Mühen erhältst du, wenn du deinen Klienten nach Erfüllen seiner Bitte erneut ansprichst. Das Ansprechen von Auftraggebern verbraucht keine Zeit, allerdings kannst du immer nur ein Anliegen auf einmal entgegennehmen. Akzeptierst du einen neuen Auftrag, wird der vorige abgebrochen. Obwohl am Missionstag alle Auftraggeber ihre Anliegen zurückziehen, kannst du die Belohnung für bereits erfüllte Aufträge in diesem Fall bei Antreten einer Mission von deinem Stellvertreter erhalten. Wenn es jemanden gibt, der den Menschen in Oriens helfen kann, dann doch sicher die Klasse 0. Na klar doch. So, bei dir gibt's bestimmt wieder bloß die Special Orders, aber hier drüben ist noch was, sehe ich gerade. Mutter hat noch was für uns. Well, that should do it. Everything seems to be in working order. How do you feel? Not too bad. Are you used to the peristylium? Everything's going well, if you ask me. You see the reports, haven't you? Yes, but there are some things the reports don't tell me. Are you saying you don't want us to make you look bad? I'm not worried about me. Besides, it's only natural for a mother to worry about her children. It's all well and good for you to go off to your battles, but do try to come see me more often. Sure. I'd love to. If you weren't always held up in your office working on something. I'm as busy as ever. But a mother can always make time to see her children. Right. Das Gespräch war irgendwie weird, finde ich. Na gut, okay. Dann machen wir uns mal wieder auf in den Rest der Akademie. Eigentlich muss ich ja sagen, würde ich ja nochmal sehr gern in die Ruhrbrummer Region gehen und einfach nur ein bisschen mich umschauen. Jetzt, wo ihr die militische Armee vor unserer Haustür vertrieben habt, ist es auch wieder sicher, die Akademie zu verlassen, Cooper. Okay? Die Weltkarte. Jeder Besuch auf der Weltkarte kostet 6 Stunden an Zeit. Oha, okay. Es müssen daher mindestens 6 Stunden bis zum Beginn der nächsten Mission zur Verfügung stehen, um die Akademie zu verlassen. Ab jetzt kannst du Chocobos züchten, Kupo. Such dafür die Chocobo-Stallungen auf, Kupo. Okay, dann machen wir das doch gleich nochmal. Die wollten uns ja beim letzten Mal noch nicht so viel verraten, dort bei den Chocobo-Stallungen. Aber wenn das jetzt ein bisschen anders aussieht, dann schauen wir uns das Ganze doch gern nochmal an. So.
Nein, ich will nicht zurück zur Haupthalle. Ich wollte eigentlich mit dem kleinen Chocobo reden. Was können wir denn jetzt hier machen? Bei dir vielleicht? Hm? Du willst wissen, was bei der Chocobo so Zucht passiert? Und da glaubt man, ihr Kinder von heute wüsstet, wie der Chocobo läuft. Also, wenn zwei Chocobos sich sehr, sehr lieb haben, dann bringt ihnen der Klapper-Chocobo ein Ei. Haha, du müsstest dein Gesicht mal sehen. Jetzt bist du mir aber ganz schön auf den Leim gegangen, was? Wie witzig. Okay, Spaß beiseite. Für die Zucht paarst du zwei Chocobos in verschiedenen Geschlechts miteinander. Der weibliche Chocobo legt daraufhin ein Ei. Nach einer kurzen Zeit schlüpfen aus dem Ei die Küken und entwickeln sich dann zu ausgewachsenen Chocobos. Die Auswahl der Elterntiere, aber auch die des Futters, das du ihnen vor der Paarung gibst, bestimmt über die Chocobo-Art, die geboren wird. Mit etwas Geschick lassen sich Arten züchten, die man niemals in der Natur findet. Die Zucht ist sehr anstrengend für die Chocobos. Deshalb lassen wir die Elterntiere im Anschluss frei. Okay. Wollen wir es doch einfach mal ausprobieren. Wir haben ja ein paar Chocobos zur Verfügung. Und auch Gieselkraut haben wir. Ich nehme an, da kommt einfach nur ein normaler Chocobo wieder raus, oder? Gucken wir einfach mal. Militär-Chocobo ist das voraussichtliche Ergebnis. Der Chocobo hat ein Ei gelegt. Okay. Dein Chocobo hat ein Ei gelegt. Bis die Küken schlüpfen, dauert es noch ein wenig. Achso, und das Ei bleibt jetzt hier bei euch, sozusagen. Na gut. Ein Militär-Chocobo. Ich nehme mal an, der sieht dann so aus wie hier da unten. Also der Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass er mit Rüstung geboren wird. Warum nicht? Gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, ne? Anderthalb Tage bis zur nächsten Mission. Da könnten wir vielleicht tatsächlich nochmal rausgehen in die Welt und einfach mal uns ein bisschen umsehen. Schauen wir mal. Oh, du bist doch aus der Klasse 0, Kupo. Ich bin der ehrenwerte Mokri der Klasse 5, Kupo. Weißt du, warum die Kadetten in Klassen aufgeteilt sind, Kupo? Nein. Die Antwort ist ganz einfach. Damit ihr ganz schnell viele neue Freunde finden könnt, Kupo. Die wahre Macht der Kadetten liegt nämlich in ihrer Freundschaft zueinander, Kupo. Freunde machen einen stärker, Kupo. Freunde stehen einem im Kampf zur Seite. Freundschaft ist mächtiger als Jäger Zauber, Kupo. Hast du gerade über mich gelacht? Ihr Kinder von heute versteht sowas nicht. Der Krieg hat euch emotional abstumpfen lassen, Kupo. Aber es kommt der Tag, da werdet ihr sehen, dass der alte Mokri der Klasse 5 recht hatte, Kupo. Also behandle deine Freunde gut. Dann sind sie in der Not auch immer für dich da, Kupo. Und wenn du jetzt nicht gleich aufhörst zu lachen, stopfe ich dir meinen Bommel ins Maul, Kupo. Nicht so böse werden, ich bin doch ganz artig. In den Chocobo-Stallungen unterhalten wir auch unsere eigene Chocobo-Zucht. Du wirst bald feststellen, was für ein wertvolles Transportmittel diese treuen Tiere im Rahmen einer Mission sind. Warum versuchst du dich also nicht mal selbst an der Zucht? Je mehr Chocobos wir haben, umso besser. Na klar doch. Gut, ich schaue jetzt nochmal gerade oben rein in der Kommandozentrale. Ich denke aber mal, da wird es jetzt nichts Neues noch geben, oder? Könnte ja sein, dass jetzt irgendwas anderes ist, jetzt wo wir mal wieder in dieser Wartephase sind. In der Kampfarena könnt ihr nun am Intensivtraining teilnehmen und Gefechtsübungen absolvieren, Kupo. Okay. Klingt spannend. Die Kadetten der Klasse 0 wurden offiziell für das Verstärkungssystem, kurz VS, registriert. Durch die Aktivierung dieses Systems könnt ihr Verstärkungspunkte, sogenannte VP, sammeln und euch und euren VS-Rang steigern. Da ist Verstärkungssystem und der VS-Rang. Das Verstärkungssystem erlaubt dir, auf deinen Einsätzen durch Verstärkung aus der Akademie unterstützt zu werden. Die Erfahrungen, die du durch die Zusammenarbeit mit anderen Einsatzkräften anhäufst, kannst du in Form von Verstärkungspunkten sammeln. Je länger deine Zusammenarbeit mit der Akademie dauert, desto höher wird dein VS-Rang, über den du dich beispielsweise für den Einsatz besonderer Magie oder Accessoires qualifizierst. Deine VP kannst du zudem in VP-Fachhandel für Gegenstände eintauschen. Wenn du für längere Zeit im Spiel nicht auf VS zurückgreifst, kann es sein, dass du deinen Rang wieder verlierst. Deine VP kannst du hier für Gegenstände eintauschen. Der VP-Fachhandel. Verdiene auf deinen Einsätzen VP durch die Zusammenarbeit mit Verstärkung aus der Akademie. Die VP können dann im VP-Fachhandel für Accessoires und Gegenstände eingetauscht werden. VP kannst du auch außerhalb von Missionen sammeln, indem du bereits abgeschlossene Einsätze vom Titelbildschirm aus wiederholst oder dich einem Feldeinsatz stellst. Hast du VP verdient? Nein.
Wir dürften keine haben, genau. Macht auch gar nichts. Ich finde es irgendwie merkwürdig, dass man dafür belohnt wird, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Ist aber ganz interessant. Good work. Ah, du bist aus der Klasse 0. Mein Name ist Tachinami. Ich unterstütze euch in den Missionen zur Rückeroberung Rubrumer Gebiets. Habt ihr alle Vorbereitungen für euren nächsten Einsatz getroffen? Wenn ihr soweit seid, gebt mir Bescheid. Ich werde veranlassen, dass ihr euch sofort auf den Weg machen könnt. Sprich mit Tachinami, um die Zeit bis zur Operation zu überspringen. Alle angefangenen Aufträge und Events, die noch nicht abgeschlossen wurden, werden daraufhin abgebrochen. Nein, ich will noch gar nicht. Nein. So, sprechen wir doch mal hier hinten mit Size. Hast du nichts zu tun oder warum nervst du mich? Fragen wir sie doch einfach mal, was sie wurmt. Hey, ich werde hier jetzt nicht so tun, als wären wir die besten Freunde, nur weil wir in der gleichen Klasse sind, okay? Ich mag nicht jeden von euch und trauen tue ich den meisten erst recht nicht. Wenn du mein Vertrauen gewinnen willst, musst du dich schon im Kampf beweisen. Ich hasse Gruppenarbeit, das solltest du wissen. Es ist Mutters Wille, also spiele ich brav mit. Das ist alles. Aber bilde dir bloß nichts darauf ein. Wir sind nur Klassenkameraden, keine Freunde. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, der es so geht. Ich halte mit meiner Meinung nur nicht hinterm Berg, das ist alles. Miss Unnahbar. Haben wir ja schon vorher mitgekriegt, dass sie so drauf ist. Finde ich ein bisschen nervig und anstrengend. Oh, sieh mal einer an. Hey, wie geht's, Kurasame? Fordert Verstärkung an, sollte es in einem Kampf plötzlich eng für euch werden. Im Notfall werde auch ich euch zur Hilfe kommen. Okay, interessant. Why don't you put down the knife? Man kann es ja mal probieren, mit dem Tom Berry zu reden. Hey, du da aus der Klasse 0. Ich brauche deine Hilfe. Monsterjäger, besiege 2 Vertigo für die Kommandozentrale. Wir erhielten Berichte über Monster, die in den Wäldern der Rubrum-Region ihr Unwesen treiben. Vernichte 2 von denen, die wir als Vertigo bezeichnen, und sorge dafür, dass unsere Bürger sich wieder auf die Straßen trauen können. Okay? Ich fühle mich so viel sicherer, jetzt wo sich die Klasse 0 darum kümmert. Schauen wir doch mal. Das lässt sich bestimmt irgendwie machen. Aber erstmal schauen wir noch ganz kurz, ob es noch andere schöne Nebenaufträge gibt. Zum Beispiel bei uns im Klassenzimmer. Oder vielleicht auch mal wieder eine Unterrichtsstunde. Die ist auch überall, die Mutter, oder? Ich habe schon auf dich gewartet. Es gibt da etwas, das du wissen musst. Dieses Portal bringt dich zum Erzkristarium. Zum was? Das Erzkristarium ist ein heiliger Ort, an dem aus den Anime, die er auf den Schlachtfeldern Oriences sammelt, Magie geschmiedet wird. Oh! Der Zutritt ist nur meiner Klasse 0 erlaubt. Denke nicht so viel über den Ursprung der Anime nach. Magie ist eine unserer stärksten Waffen im Kampf. Dafür müssen wir Opfer bringen. Aber schau dir das Erzkristarium einfach selbst einmal an. Es wird euch von großem Nutzen sein. Lass mich raten, die Anime sind die Seelen Verstorbener oder sowas? Wir schauen mal kurz rein. Erzkristarium. Ja, allzu viel zu entdecken scheint es ja nicht zu geben. Hey Queen, du bist auch überall. What's the matter? Wie Mutter, überall anwesend. Die Art der Anima, die du erhalten hast, hängt auch von der Art des Zaubers ab, den du gegen deine Feinde einsetzt. So kannst du zum Beispiel rote Anime erhalten, indem du Feuermagie einsetzt. Du verstehst das Prinzip, richtig? Ja, ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Gibt's hier hinten noch jemanden? Nein. Na dann machen wir uns mal an das Terminal ran hier. Okay, fancy Mechanismus. Magie aktualisiert, Blitz GWR freigeschaltet. Gewitter wahrscheinlich dann, hä? Magiestärkung, du bist nun dazu bemächtigt, das Potenzial deiner Magie im Erzkristarium und an Reliktterminals zu stärken. Durch das Erfüllen bestimmter Bedingungen kannst du außerdem neue Zaubersprüche freischalten. Okay. So, jetzt müssen wir bloß mal kurz schauen. Mich würde halt echt mal interessieren,
was diese Abkürzungen heißen. Warum steht denn das nirgendwo mal mit dabei? Das finde ich ein bisschen störend. So, wo steht denn eigentlich, wie viel wir ausgeben können zum Verstärken? Nirgendwo. Ich weiß gerade nicht genau, was wir mal machen wollen. Die Eisbombe haut natürlich ganz schön rein. Die habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Ich habe mit der noch nie getroffen, ne? So, gehen wir vielleicht mal hier beim Feuer drauf. Auf das oder das andere? Ne, ich nehme mal das hier, glaube ich. Oder? Ne, komm, machen wir hier. Die erste von der Akademie offiziell eingeführte Magie. Feuerprojektile wurden bereits in der Vergangenheit gegen Feinde eingesetzt. Weshalb Feuer-GWR unmittelbar nach Gründung der Magiefakultät seinen Weg in den militärischen Gebrauch fand. Es steht wirklich nirgendwo mal da, was das heißt. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal auf den Schaden. Verstärkung abgeschlossen. Dir fehlen Materialien. Ah, okay, ich sehe es gerade oben, ja. Davon haben wir 0. Also wir brauchen das, was vorn steht, und das, was hinten dran steht, haben wir. Das ist ja ziemlich traurig, da können wir gar nicht mal so viel machen. Ja, hier dann ebenso. Gucken wir mal eher bei der Eisbombe. Nee, das reicht definitiv nicht. Beim Blitz sieht es schon besser aus. Da haben wir 10 Stück. Verringere die Zeit, die du zum Intonieren der Magie benötigst, okay? Erhöht deine Reichweite und die Geschwindigkeit. Ne, ich gehe erstmal auf den Schaden. Das kann eigentlich nicht schaden am Anfang, denke ich mal. So, wunderbar. Verstärkung abgeschlossen. So, hier wird es dann wahrscheinlich dieselben Anime brauchen. Verteidigung. Haben wir auch ein paar, reichen aber nicht. Beim Ball wahrscheinlich ähnlich. Und Spezial gibt es derzeit noch nichts. Okay, haben wir zumindest mal ein bisschen die Feuer- und Blitzzauber verstärkt. Jetzt wissen wir also auch, wofür die Anime sind. Da lohnt es sich ja umso mehr, irgendwelche Missionen nochmal zu machen und zu trainieren, weil wir dann wirklich uns ganz gut verstärken können. Bin ich doch mal sehr gespannt. So, hier sieht es relativ dürftig aus mit Leuten, aber Ram und Makina... Wie spricht man sie eigentlich aus? Sunk? Ich glaube Sunk, oder? Hey. Was machst du da? Ach nein, Cater ist das, okay. Unsere feuerroten Umhänge sind wohl schon seit einer Weile in aller Munde. Aber die Leute sprechen nicht über unsere Heldentaten. Nein, es geht um einen Kadetten im roten Umhang in den Chocobo-Stallungen. Im roten Umhang in den Chocobo-Stallungen? Habe ich keinen gesehen. What's the matter? Es geht das Gerücht um, dass sich einer unserer Lassie am nächsten Kampf beteiligen wird. Hubrum scheint wohl in größerer Gefahr zu sein als gedacht. Schauen wir mal. Ram, something wrong? Well, it's just... I heard a rumor. It's about Lord Shuyu. He was sighted near the battle lines up north. Lord Shuyu? The Dominion Lassie? Lassie don't really move around without a good reason, right? So I'm just wondering what that good reason could be. I agree. For a Lassie to appear on the battlefield, something big must be going down. Okay, ich hatte gehofft, dass ihr ein bisschen mehr noch besprecht miteinander, aber gut. Gehen wir doch mal ein bisschen hier in den Unterricht. Was machen wir denn mal? Magie Grundlagen, Feuer, Eis, Blitz, Magie. Ja, lass mal Grundlagen machen. Steigerung der Magie, Einführung in die Magie Grundlagen. Der arkane Aufbau von magischen Formeln, Eigenschaften und Unterschiede der verschiedenen Elemente, Erlernen des Grundrepertoires. Sais, aufgewacht! Nimm mir die Hauptstadt Concordias! Mahamayuri, ist ja wohl klar, das weiß ja sogar nein. Sais, du bist ja richtig schlau. Du dachtest, sie gehört eher in eine Riege mit Sunk und nein? Ja, in deine Riege halt, Jack. Sehr sympathisch, hatte aber eigentlich nichts mit Magie zu tun. Na gut, was soll's. So, ich muss mir auf jeden Fall 6 Stunden aufheben.
Lektionen wählen. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar Lektionen einfach hier, oder? Einführung in die Feuermagie. Die Eigenschaften von Feuermagie. Wie man es vermeidet, sich selbst in Brand zu stecken. Sehr schön. Der arkane Aufbau von feuermagischen Formeln. Gegen welche Feinde Feuermagie am effektivsten ist. Schauen wir rein. Auf welcher militischen Basis ist die größte Luftschiffflotte des Imperiums stationiert? Lassen Sie die Klasse bitte an meinem Wissen teilhaben. Es handelt sich um die Basis Jevir. Was viele Leute nicht wissen, das ist nicht richtig. Jevir ist ebenfalls eine wichtige militärische Basis, aber die Hauptflotte ist... egal. Wie konnte mir nur dieser Fehler unterlaufen? Ich würde am liebsten im Erdboden versinken. Ein Streber haben wir also auch in der Klasse. Na, wunderschön. Feuermagie um 1 gestiegen. Wunderbar. Hatte ich nicht gerade noch einen ganzen Tag? Jetzt ist es bloß noch 12 Stunden. Na gut, warum nicht? Ich lasse es dann mal erstmal sein, glaube ich, wenn das jetzt doch mit einem Schlag so viel weniger wurde an Stunden. Ganz einfach, weil es garantiert noch einige Gespräche zu führen gibt, denke ich mal. Ja. Nicht wahr, Jack? Kennst du das süße Mädchen im Gemeinschaftsraum, das aussieht, als könnte es mit einem locker den Boden aufwischen? Ihr Name ist Koharu. Nee, kenne ich nicht. Hey King, du hast mir den Arsch gerettet in dem letzten Kampf. What is it? Warum nutzt du deine Freizeit nicht zum Trainieren? Das werde ich schon noch tun. Aber nicht im Let's Play. Okay, zur Gedenkstätte können wir so nicht weitergehen. Dann wird es Zeit, nochmal in den Rest der Akademie reinzuschauen. Wenn wir am Ende doch noch ein paar Stunden übrig haben sollten, können wir die ja noch in Klassenstunden investieren. Ist ja nicht schlecht, seine Fertigkeiten ein bisschen zu erhöhen. Vor allen Dingen, ohne was dafür machen zu müssen.